Ja, hier ist wieder LIB TV. Heute haben wir Laura Weihenmeier hier, die nämlich zum Fotoshooting hier ist. Ja, Laura, außer zum Fotoshooting warst du noch nicht oft hier. Warum denn? Ja, ich bin seit Mai schon mit der Nationalmannschaft unterwegs. Wir waren beim Grand Prix in Montreux, in allen Ländern, in Baku, bei den Baku Games. Ja, jetzt waren wir in Rio. Da war so ein Pre-Olympia-Game mit Holland, Bulgarien und Brasilien und da haben wir gegeneinander gespielt und wir sind am Montag angekommen und dann bin ich sofort hierher gekommen. Und jetzt geht's wie für dich weiter in den nächsten paar Wochen? Ich habe jetzt noch 4 Tage frei. Am Montag geht es dann weiter wieder in Schwerin und dann fliegen wir nach Italien, haben da nochmal Länderspiele, dann in Holland nochmal Länderspiele und dann geht's los mit der EM. Im Optimalfall, wenn ihr ins Finale kommt, dann bist du wann in der? Ich denke so 10. Oktober rum. Aber das ist kein Problem, weil das ist ja sehr oft so bei Spielerinnen, dass sie erst spät zur Mannschaft kommen. Ganz genau. Und du freust dich dann aber auf die Ladies in Black und auf die Meisterschaft, die ja dann endlich losgeht? Ja, absolut. Mal wieder ein paar Spiele zu spielen. Momentan bin ich nur Auswechselspielerin und darauf freue ich mich. Ja, wunderbar. Dann wünschen wir dir ganz viel Erfolg bei den Europameisterschaften und freuen uns natürlich, dich spätestens am 24. Oktober bei unserem ersten Heimspiel zu sehen. Bis